Ein großes Jubiläum feierte man am Wochenende in Pertisau am schönen Aachensee. Im noblen Hotel Strandhotel Entner trafen sich zum 20. Male Seilbahner aus den Alpenregionen, um sich für ihre Arbeit und Ideen feiern zu lassen. Hochkarätige Trophäen aus dem Hause Kristall Kießlinger in Rattenberg warteten auf ihre Gewinner, während diese im Foyer vom Ski-Area-Testerfinder Klaus Hönigsberger begrüßt wurden. Vor 20 Jahren hat der Klaus Hönigsberger die Idee zu diesem Award, der zu einem der wichtigsten Gradmesser der Seilbahnwirtschaft wurde. Wir haben sehr viel Potenzial in den verschiedensten Richtungen noch. Auch wir hier in Österreich müssen auf diese Schiene, glaube ich, in Zukunft aufspringen, um noch mehr den Gästen zu bieten, um die Gäste gegenüber unseren Hauptkonkurrenten, die sind ja nicht die Seilbahnwirtschaft, sondern das ist geworden die Schifffahrt, das wurden die Destinationen in den europäischen Ländern am Meer. Hier müssen wir Investitionen tätigen und müssen natürlich hier weiter voll doch Ideen umsetzen. Das macht richtig Spaß, da zu sehen, was da geht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass da mit dem Klaus Hönigsberger wirklich was getan wird, dass das honoriert wird, dass die Leute sehen, die sich da was antun, die da wirklich nicht nur ihren Job machen, sondern ihre Sache leben und dafür leben, dass die da wirklich einmal eine Art Danke gesagt wird für das, was sie eigentlich für unser Land leisten. Sagt Olympiasieger Wolfgang Linger. Seilbahnunternehmen aller Herren Länder beteiligen sich an dieser Klassifizierung, die von 200 anonymen Testpersonen durchgeführt wird. Unter den vielen Gästen Österreichs, Seilbahnerchef Franz Hörl, Tourismusexperte Martin Schoner, Segeleuropameister und Hausherr Joschi Entner sowie Tirols Tourismussprecher Siegfried Ecker. Großer Abräumer des Abends waren die Seilbahnen Reiteralm in der Steiermark. Entsprechend groß die Freude bei Marketingleiterin Brigitte Trinker. Ja, es ist schon eine Bestätigung für das ganze Team und ist sicher wertvoll und gut. Wir sind Aufsteiger des Jahres und für den Klettersteig Franzi haben wir die Auszeichnung bekommen. Und auch in Vertretung vom Marketingteam darf ich das bestes Marketing entgegennehmen, den Preis. Und auch die Tiroler Mutterer Almbahnen oberhalb von Innsbruck konnten sich an diesem Abend freuen. Geschäftsführer Werner Millinger dazu. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass der Weg, den man eingeschlagen hat und geht, eigentlich der richtige ist und der in die Zukunft führt. Innovation am Berg wird, denke ich, immer wichtiger, weil die Kunden auch immer anspruchsvoller werden. Es gibt immer mehr Angebote im Tal natürlich auch, nicht nur am Berg. Und deswegen ist es umso wichtiger, innovativ zu bleiben und innovativ zu sein. Die Entwicklung als Familienberg wird in den nächsten Jahren auf der Mutteralm fortgesetzt. Wir planen für den heurigen Sommer einen familientauglichen Single Trail und in weiterer Folge einen Generationenpark. Also wir stellen uns vor, dass sich Kinder bis Senioren in einem Park bewegen können. Ein ganz großer Abend war dies für Toni Wurzreiner, der mit dem größten Begehbaren Jakobskreuz auf der Buchensteinwand im Pillerseetal für internationale Schlagzeilen sorgt. Eine Idee, die von Toni Wurzreiner auf dem spanischen Jakobsweg geboren wurde. Gleich zwei Auszeichnungen gingen an die Projektverantwortlichen der Buchensteinwand Bergbahn. Einmal im Bereich Ideen und Umsetzung, zum zweiten für Kunst und Kultur. Ja, die Auszeichnung an sich ist eigentlich nicht so wichtig, sage ich jetzt einmal, weil wenn man jetzt vor dem echten Kreuz steht, ist man sehr zufrieden, dass man nicht aufgeben hat, dass auch die Partner nicht aufgeben haben. Ich muss immer wieder sagen, die Bergbahn Billersee mit Paul Günther, mit Manfred Bader, die waren einfach auch durchhaltend und haben sich bemüht, jeden Weg zu machen, gemeinsam zu machen. Und wir haben schon manchmal kurz daran gedacht, aufzugeben. Wir waren schon verzweifelt, aber immer wieder haben wir gesagt, nein, wir sind schon so weit und wir haben schon so viel investiert und wir wollen das umsetzen. Bergbahnchef Paul Günther zeigte sich hoch erfreut über diese hohen Auszeichnungen. Ja, irgendwas Einzigartiges. Und ich glaube, die Einzigartigkeit, die hat man heute bei dieser Preisverleihung gesehen.
Und ich kann nur noch einmal Danke sagen. Danke an dir, Sepp, der Architekt, der das Ganze von der technischen Seite her begleitet hat. Und Toni, du als Betriebsleiter, herzlichen Dank für den riesengroßen Einsatz. Danke. Aber auch Klaus Hönigsberger durfte sich an diesem Abend über ein schönes Geschenk erfreuen. Hattie Mück von Blitzer Ski überreichte dem Ski Area Test Chef einen nagelneuen Rennski in der Hoffnung, dass diese erfolgreiche Award Story noch lange ihre Fortsetzung findet. Die Mutteralm-Bergbahnen erhielten auch den Award als Erlebnisberg des Jahres sowie das beliebteste Bergrestaurant 2014. Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Peter Feutz vor den Schildhornbahnen in der Schweiz. Seilbahner des Jahres 2014 wurde Gerald Grabauer von der Skischaukel Mönchkirchen Mariensee in Niederösterreich. Im festlichen Ambiente des Strandhotel Enten am Achensee wurde noch lange gefeiert, viel Smalltalk betrieben, verkostet, diskutiert und gelacht. 20 Jahre Ski Area Test, eine Erfolgsgeschichte ohne Ende. Und schon jetzt freut sich die große Seilbahner-Familie auf die große Ski Award-Verleihung am 14. April im Innsbrucker Casino 2015.